Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ein bisschen rasant hier, was? So, ich habe mal geschaut, wegen Kupfer, findet man genau vor uns. Das ist jetzt Zufall. In Grassy Plateaus, da sind wir gerade, im Dünenbiom und in der Absturzzone. Moment, ich will hier meinen Ton eben etwas leiser machen. So, in der Absturzzone von der Aurora. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir... Okay, den müssen wir mal eben austauschen hier. Den Greifhaken an. Der muss mal eben weg hier. Der stört mich jetzt gerade. Ja, ist ja gut hier. Nur mal keinen Terror machen. Das sollte hoffentlich Kupfer sein. Für die Bilderrahmen brauchen wir das ja. Boah, das fliegt aber weit weg da. So, und dann kann man mich vielleicht noch mal Richtung Aurora. Müssen wir gucken, ob ich da jetzt unbedingt mit... Eigentlich nicht unbedingt mit der Cyclops hin will, weil die braucht halt ewig, ne? Ist halt relativ langsam. Aber da habe ich den Exo-Anzug nun mal gerade dabei. Und... Boah, jetzt ist ja mies hier zu sehen. Wo ist denn das ganze Kupfer hin? Hier lag doch so viel. Da ist was. Aber ganz ehrlich, das macht ja hier... Hier macht es ja keinen Spaß, das einzusammeln, oder? Kannst du mal... Ja, beiß doch jemand anderen. Das ist jetzt aber mühselig hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber gar nicht gefällt mir das. Toll. Nur zwei Stück rausbekommen. Echt, so eine Nase. Wer weiß, wo das hingerollt ist. Okay, gut, gucken wir mal. Gehen wir wieder zurück hier. Das geht ja per Hand besser. Ups. Da muss ich hin. Das ist nicht so cool. Und ich sollte vielleicht mal eben schnell was trinken. Oder habe ich noch was bei mir? Ja, ich habe sogar noch was bei mir. Danke. Dann geht das ja. Fahren wir zur Absturzzone? Ist vielleicht am besten, ne? Boah, enge Kurve. Machen wir das. Fahren wir zur Absturzzone von der Aurora. Jau, 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 jau. Hier unten, da im Sand, da können sie mal Kupfer einlegen. Da wäre ich dankbar für. Das könnte ich auch wenigstens komplett aufnehmen. Mal schauen. Eigentlich wollte ich um diese Uhrzeit S-Turniers aufnehmen. Aber das hat sich irgendwie gerade überraschend total verschoben. Jetzt disponiere ich gerade um und dachte mir, okay, was kannst du da mal sinnvoll in der Zeit machen, während ich hier warte? Und dann dachte ich mir, hey, du wolltest doch noch Kupfer aufsammeln. Dann können wir das ja mal machen. Und dann kann ich euch meine Basis mal zeigen, was ich da gemacht habe. Da steht ja noch so eine kleine Bildergalerie für uns offen. Und vielleicht teile ich die auch in zwei Teile oder sowas. Ich weiß es noch nicht genau. So, Absturzzone. Das ist die Frage, ob sie den Bereich davor meinen oder auch dahinter. Und dahinter gibt es ja viel Titan, das wissen wir ja, aber auch Reaper. Wobei hier vorne hatte ich doch auch letztens schon einen gesehen. Ich finde es eben ein bisschen komisch, dass sie die ganzen Reaper jetzt hinter die Aurora gepackt haben. Ich meine, da verirrt man sich ja jetzt auch nicht so leicht hin. Und so, das sieht nach Absturzzone aus hier. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie häufig jetzt hier Kupfer vorkommt. Hier kann wahrscheinlich Kupfer vorkommen, muss aber nicht oder so. Könnte ich mir vorstellen. Also auch die großen Erze, da hatte ich... Boah, da hatte ich nachgeguckt. Die müssen wir erstmal sehen hier. Habe ich überhaupt... Habe ich Licht an oder nicht? Ich mache hier drin mal Licht aus. Dann fallen wir nicht so auf und dann machen wir draußen unsere Flutscheinwerfer an. Ich kann da gerade gar keinen Unterschied sehen.
zwischen an und aus. Aber es wäre natürlich irgendwie ganz cool, wenn wir da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnten. Und wie gesagt, vielleicht auch direkt rüber zur Aurora, wo wir schon mal hier sind. Also das machen wir dann auch. Ich habe zwar keine Feuerlöscher dabei, aber vielleicht liegen da ja noch ein paar. Obwohl vielleicht habe ich ein paar Feuerlöscher hier noch. Doch, ich habe doch hier unten noch Feuerlöscher drin. Ne, jetzt sind wir ja auch schon fast da. Also hier ist wohl Essig mit Kupfer gerade. Hier sehe ich jedenfalls nichts Nennenswertes an Kupfer. Also bisher gar nichts. Diamant, ja, das ist schön, brauche ich nicht. Oh, da ist er ja. Da ist ja einer. Da ist ja einer. Da schau her. Na komm. Ja. Wow. Hab mich da aber schön berührt. So. Kann der mir in dem Anzug großartig was tun oder nicht? Das ist die Frage. Jetzt habe ich gerade den Greifhakenarm rausgenommen. Das ist vielleicht nicht so das Cleverste, was ich tun konnte. Wir fahren jetzt mal weiter. Vielleicht kommt er uns ja nicht hinterher. Die Absturzstelle ist ja auch noch hier unten. Vielleicht ist hier Kupf. Da ist doch was. Was ist denn das? Ist das Kupfer? Das sieht mir irgendwie verdammt so nach. Das sieht mir so aus, als könnte es Kupfer sein. Dann gucken wir uns das doch mal an. Ja, leicht lebensmüde, ich weiß. Wir speichern, definitiv. Ich hoffe, dass das Spiel überhaupt mitmacht jetzt beim Speichern. Obwohl, doch muss es ja. Es hat ja beim Laden jetzt auch geschnallt, dass ich da hinten stehe. Das scheint ja jetzt wieder zu funktionieren. Wow! Der war ein bisschen nah dran, was? Gut, dass er mich ignoriert hat. Was tut man hier alles für so ein bisschen Kupfer? Ja, ne? Das nehme ich lieber gleich mal mit, was ich habe, das habe ich. Ich weiß gar nicht, wo der mich ganz hinschleudern kann, wenn der mich erstmal anfängt zu fressen. Oh, da habe ich aber einiges an Kupfer in dem... Bin ich blöd? Gottes Willen, was mache ich denn? Mann. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Natürlich coole Bilder. Obwohl, das Bild habe ich jetzt verpasst, muss ich sagen. Was macht er denn da? Ist er total durcheinander. So, okay. Meins. Meins. Und jetzt müssen wir... Das mache ich jetzt ganz ungern. Ne? Aber ich muss hier mal eben raus. Und... Oh, nee, ey. Na! Was auch immer hier schon wieder schief geht von der Optik her. Mit dem Inventar. Es ist gerade echt schwierig in der experimentellen Version. Könnten wir, danke. So, weil das möchte ich ganz gerne eben in Sicherheit bringen. Packen wir es da rein. Ja, hier ist ja noch alles voll. Packen wir es da rein. Ja, guck mal, das ist doch schon mal ganz nett, was wir hier haben. Ich mach da nochmal Angst trinken hier und vielleicht ein Erste-Hilfe-Pack mitnehmen. Ne? Kann auch nicht schaden. So, dann suchen wir nochmal weiter.
jetzt im Dunkeln wird es auch nicht unbedingt einfacher, da was zu finden. Er ist ja immer noch beeindruckend, ne? Der Reaper. So ein Reaper ist ja immer noch sehr beeindruckend. Wir fahren mal mit Kamera. Dann können wir vielleicht auch besser sehen, wo Kupfer ist. Wenn ich schon überhaupt nicht mehr weiß, in welche Richtung ich gerade fahre. Aber es hat ganz gut funktioniert. Mit dem Einsammeln. Ja, ich sehe, da unten sind noch Kisten, die man looten könnte. Wobei, die meisten habe ich wahrscheinlich schon. Das ist wahrscheinlich wegen dem Loot-Respawn. Okay, was hängt der denn hier rum? Absturzstelle ist doch auch noch da unten. Da backt sich aber gerade einer durch den Boden. Oh, ey, lässt du mich wohl? Wo ist er hin? Er ist weg. Das gefällt mir nicht. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Was man hier so alles sieht mit der Kamera, ne? Nee, das ist kein Kupfer. Kann man, na, ich wollte zoomen. Geht nicht. Das ist kein Kupfer, das ist irgendwas anderes. Haben wir wahrscheinlich das einzige Kupfervorkommen überhaupt hier gefunden. So, ich glaube, ja, hier geht's rein. ja, will ich jetzt hier mit dem Anzug aussteigen? Muss ich wohl, ne? Das ist das Loch, durch das ich sonst immer durchgehe, ne? Oder? Oder nicht? Ja. Ja, hilft ja nichts, ne? Dann müssen wir mit dem Anzug rein. Dann müssen wir aber den Greifhaken haben, den brauchen wir wahrscheinlich. Wir gehen ja jetzt mal mit Anzug rüber. Feuerlöscher sollte ich nochmal nachgucken. Ob ich hier... Nee, habe ich doch nicht. Echt nicht? Wir nehmen noch was zu essen und was zu trinken mit. Die brauche ich jetzt hier mal nicht. Die beiden brauche ich hier mal auch nicht. Da will ich mal stark von ausgehen, dass ich die hier nicht brauche. Wir haben keinen Feuerlöscher dabei. Okay, wir haben unsere Propulsion-Cannon dabei. Die ist schon mal gut. Ja, dann... Da haben wir echt keine Feuerlöscher. Ja gut, das war ja jetzt auch gar so gar nicht geplant. Dann gehen wir da mal rein. Welcome aboard, Captain. Ich kann mir vorstellen, dass ich den Greifhakenarm brauche jetzt. Wollen wir aussteigen. Den da reinpacken eben schnell. Quatsch, aber nicht da, sondern da. Was ist denn das für ein Geräusch, was hier die macht? Habt ihr das gehört eben? Licht wäre ganz cool. Boah, leck das hier. Nein! Oh Gott, jetzt stürze ich in die Tiefe hier. Das ist nicht cool. Wie tief bin ich denn jetzt? Scheiße, falle ich hier tief. Okay. Na, da habe ich mich jetzt aber in eine Situation gebracht, die jetzt nicht so richtig geil ist, oder?
Ja, geht aber. Komm mal raus. Eben kurz warten, bis Schub wieder da ist. So lange halten wir uns hier fest. Da müssten wir eigentlich rüber. Da müssten wir eigentlich hin. Okay. Einmal so. Eben warten, bis Schub da ist. Gut, dass ich dieses verbesserte Jetpack habe, sonst hätte ich hier echt ein Problem. Und jetzt ranziehen. Ja gut, oder so. Aber da sollte ich doch jetzt mit klarkommen, oder nicht? Wo muss ich denn noch hin? Noch höher? Ich glaube, ich muss da oben hin, ne? Oder? Hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das aufregend hier. Okay, Batterie. Vielleicht finde ich hier noch einen Feuerlöscher jetzt. Erste-Hilfe-Pack. Nehmen wir gerne mit. Ja, das ist das Neuladen des Spielstandes, ne? Energiezelle. Brauchen wir aber alles nicht. Wasser. Ein Feuerlöscher wäre viel besser. Nee. 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 Ich hoffe nicht, dass hier drin alles resettet ist. Naja, hier liegt schon sehr viel Feuer rum. Mir gefällt das nicht. Ich kann nicht versprechen, dass wir da jetzt reinkommen. Mal wieder ohne Feuerlöscher ranzukommen, ist mal auch keine einfache Aufgabe. Ich hoffe, dass es noch zählt, dass ich die Feuer ursprünglich mal gelöscht hatte. Sonst wird das ein kurzer Ausflug. Ah, coole Musik hier. So, weg mit euch. Nee, ganz ehrlich, das sieht... Oh, hier ist ein Feuerlöscher. Den nehmen wir mit. Na, nee, nee, also auf jeden Fall sind die Feuer hier wieder alle aktiv. Ja Mist, und der Schrott liegt da auch wieder rum. Ja, die Feuer sind alle wieder aktiv. Ei, dann müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt überhaupt hinkommen, wo ich hin will. Räumen wir das hier mal eben weg. Was denn? Warum kann ich dich denn nicht greifen? Das stimmt ja mit dem nicht. Wow, hier liegen aber mehrere Kisten rum jetzt. Die waren, in der Menge waren sie vorher aber nicht da. Oh, Batterien. Batterien habe ich ja so viel. So, Code. Da haben wir doch im PDA irgendwo einstehen. Wir haben doch hier in der Datenbank. Datenbank Downloads, Alien. Überlebende. Alien Data, ne, Betriebscodes, Lab Access, 6483 ist es nicht, ne, sondern die 1454, 1454, ja, gut, dass wir die hatten. Hier können wir gleich mal direkt abkürzen, aua, Fallschaden. So, dann gehen wir hier mal runter. Hat sich denn hier noch was getan? Irgendwas Neues? Ne, wir müssen da lang. Oh, habe ich ein Schweißgerät mit? Oh, das ist aber ätzend gerade. Man sieht ja nichts mehr. Lasercutter 5. Ja, den brauche ich. Bisschen Energie haben wir noch. Irgendwie kommen noch diese kleinen...
Beißer Scheißer sind doch hier. Der ist doch schon hier. Jetzt reicht's aber mal hier, Jungs. Batterien nachfüllen gleich. Nein, genauer gesagt jetzt. Gut, dass ich noch welche habe. Aber ich hatte ja sowieso noch welche im Inventar. Liegen dann hier jetzt auch wieder die PDAs? Ja, Tatsache. Na gut, die brauchen wir aber nicht. Wie gesagt, die hatten wir ja alle schon mal. Aber echt gut, ich weiß sie jetzt, die liegen, nehme sie trotzdem mit auf. Aber ich kriege da auch gar keinen Hinweis, dass hier ein neuer dazugekommen ist. Dann mal gucken. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Da komme ich wohl auch so rein, vielleicht. Hier brauchen wir jetzt das, den hier. Den packen wir mal auf 1. Und dann können wir vielleicht auch, ohne uns zu verbrennen. Achso, falsches Werkzeug noch. So, dann geht's auch. Dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Dieser eine Raum, der da hinten nämlich war, der ist nämlich jetzt auf. Hat man mir gesagt. Und da würde ich ganz gerne mal gucken, was es da mit auf sich hat. Okay, dann machen wir das noch. Bis dann. Tschüss.